Im heutigen Video haben wir ein neues Feature im neuen Brawl Stars Update, das viele gar nicht mitbekommen haben. Und zwar waren bisher doppelte Brawler verboten, aber ab jetzt ist es möglich, gleich drei gleiche Brawler im Team zu spielen. Und das werden wir heute ausprobieren, wie stark das Ganze ist und absolut verrückte und witzige Kombis austesten. Ey, wie geil das aussieht, die Köpfe noch. Oh, wie das aussieht. Oh, ich hab die Ult daneben geworfen. Nein, nein, nein. Hey Leute, im heutigen Video werden wir zum allerersten Mal das neueste Feature aus dem letzten Update testen, was viele gar nicht mitbekommen haben. Und zwar waren, wie im Pre-Intro erwähnt, seht ihr hier, diese Kombis waren verboten. Ab jetzt sind sie aber in Testspielen möglich. Das bedeutet, wir werden heute ja gegen Zuschauer Runden spielen und testen, wie gut diese Kombis sind. Triple Leon, Triple Mortis, alles ist machbar. Vielleicht auch sogar sechsmal Mortis dann in Brawl Ball oder in Knockout oder auch in Duo Showdown. Es wird witzig werden. Und wir machen übrigens dazu auch mal wieder eine Anzeige und werden testen, was besser klappt. Die normalen Kombis oder die alten Kombis. Und für jeden Loose muss ich am Ende dann noch ein Opening machen. Wir sehen nämlich hier, wir haben auch wieder das große Megabox-Angebot. Wobei das abläuft. Also ich hoffe, das bleibt dann, wenn wir fertig sind, auch noch da. Okay, Leute, wir sehen es hier. Triple Mortis. Es ist der Wahnsinn, Leute. Es ist der Wahnsinn. Oh Gott, Gale und Tick genommen. Oh Gott. Ey, und auch Mortis. Komm. Oh Gott, nein, hinten stirbt. Hallo, halt ihn auf. Oh Gott, ich dachte schon. Ball nach vorne. Nein, das ist der andere Mortis. Wir sind zu schnell. Es ist so geil, Leute. Schaut es euch an. Das ist die erste Runde direkt. Wie schnell wir sind. Jetzt hier, Dash. Da ist einer. Zack. Die sind so überfordert. Und die haben vor allem noch Gale genommen. Ey. Okay, nee, da hinten haben die gekillt. Ja, okay. Ich hätte aber eigentlich extra gesagt, keine Konter. Und er nimmt einfach Gale. Lost. Ulti. Der gibt auf. Das ist so. Ey, nicht blind. Das ist toxic. Alter. Erste Runde schon mal komplett geil. Auf geht's. Triple Crow. Wird das funktionieren? Alter, wie geil. Ich muss auch den Emote machen. Oh, Dead Piper. Das ist schon mal schwierig. Es ist Knockout, dachte ich mir. Ich glaube, Knockout ist ganz cool zum Schauen. Aber es wird auch später witzig, wenn wir dann irgendwie sechs Brawler gegeneinander antreten lassen. Aber jetzt erstmal testen, wie stark die Comps sind. Erstmal testen hier. So, zack. Den poisonen wir schon mal gut weg. Die sind alle vergiftet. Die können ja überhaupt nicht mehr healen alle, weil die ganze Zeit Crow-Pfeile entgegenbekommen. Wir freuen uns. Das ist halt mega unfair, die Comp. Ihr müsst überlegen, einer muss treffen und wenn dann der andere trifft, dann healen die ja gar nicht mehr. Oh, oh mein Gott. Ich hab fast verkackt gerade. Und weg ist die Piper. Die konnte auch nicht healen. Also muss sagen, ich weiß nicht, auch gerne mal abstimmen, auch in den Kommentaren oder hier mal im Chat. Wie findet ihr das? Also ich muss sagen, ich fänd's geil für einen Modus einfach. Es ist halt unfair, ne? Gerade wenn ein Roller OP ist, es sind halt ganz neue Kombis möglich. 1-0 direkt. Weg! Okay. Das war... Alle jumpen. Oh, ich bin down, egal. Ist das geil. Problem ist, dass die Switch auch bei Lukas ist. Ich müsste wahrscheinlich dann einen neuen Account mehr machen. Schöner Jump. Oh. Dieser Double Poison ist halt so wild. Ist das geil. Kann halt nicht healen. Oh, schön die Ult gedodged. Oh, Piper nachgesprungen. Komm, hat das? Yes. 2-0. Die Triple Comps rasieren bisher. Aber wir haben auch gute Comps. Yo, wie das aussieht. Kill sie. Oh, wir dürfen nicht so viel Flächenschaden bieten. Das ist irgendwie geil. Ja, rein da. Rein da. Ja. Ja. Und rein damit jetzt. Yes, Ausgleich. Vielleicht wieder die nächste Ulti einfach offensiv wieder. Ja. Achtung. Yes. Das haben wir. 2-0. Sehr, sehr geil. Oh, wie das aussieht. Okay, okay, das wird jetzt verrückt. Das wird jetzt ohne Witz. Sechsmal Tick. Das sieht ja geil aus. Schaut es euch an. Das ist halt echt ein geiles Battle. Sechsmal Tick in Knockout. Wenn man stirbt, ist man raus. Oh Gott. Leute, wenn man stirbt, ist man raus. Hallo. Oh Mann. Wieder so ein ultra-lostes Team. No front. Der läuft straight rein. Ich sag's nur extra für den Stream. Also, wenn man stirbt, ist man raus. Was denkt er sich? Jo, ich lauf mal rein, ne? Ja, geil. Keine Chance. Absolut keine Chance. Ich bin der Einzige, der noch lebt. Ich mach das ohne Witz. Ich bin gerade echt noch gut am Rasieren, ne? Ich hab's echt noch lange überlebt. Ich hab die super lang noch hingehalten. Leute, bitte spielt defensiver an wie beiden in meinem Team. Die Runde wäre nach 2 Sekunden entschieden. Macht's schon wieder. Er macht's schon wieder! Alter, ich krieg die Krise bei den Mates. Ah. Das kann nicht sein. Ich bin tot. Ja, gut gespielt, ne? GG's. Egal. Ey, wie geil das aussieht, die Köpfe noch. Alle spielen Leon. Auch ich, logischerweise. Auf geht's. Oh je.
Erstmal tracken hier, wo die langen. Okay, da oben sind die alle scheinbar, okay. Nein, der erste ist down, der erste ist down. Das war zu offensiv. Das war zu offensiv. Das Ding ist, es können sich alle unsicher machen auf dem Feld. Das habe ich nicht hingeschaut. Scheiße. Ich habe einfach nicht hingeschaut. Bad. Clash Royale, Clash of Clans oder Brawl Stars. Junge, die erste Runde war so low, die zweite muss besser werden. Mal schauen. Bisher stehen wir übrigens 4 zu 3, also 4-mal gewonnen, 3-mal verloren. Er ist unsichtbar, aufpassen. Yes! Ich wusste es. Ich habe ihn trotzdem nicht gekillt. Aus Prinzip, weil ansonsten würden am Ende nur noch Leute mitspielen, die Geld spenden. Und das möchte ich nicht. Ich tut mir echt leid, Daniel, ne? 6-mal Mortis, die entscheidende Runde. Es sieht geil aus. Werden wir jetzt gewinnen, dann steht es 6 zu 5. Wenn wir verlieren, steht es 5 zu 6. Ich würde gewinnen bevorzugen. Hä, ist das nicht übel los, was er da macht? Hab ich. Let's go! Wichtig. Und die Ult haben wir auch. So. Am besten die Ult natürlich aufheben, schon mal für die nächste Runde. Wenn es natürlich irgendwie machbar ist. Wenn nicht, dann aufpassen. Okay. Ich will jetzt auch hier die Ult nicht aufladen. Ich glaube, die Ult müssen wir wohl überall raushauen. Da komme ich, glaube ich, gar nicht drum rum. Da unten geht's ab. Sehr gut. Ich will mir die Ult eigentlich ganz gerne aufheben. Das wäre wichtig. Oh, ich habe die Ult daneben geworfen. Nein, nein, nein. 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 Das ist unmöglich, die Ult daneben zu werfen. Wie kann man so schlecht sein? Das ist eigentlich unmöglich. Hol uns alle drei. Oder? Hol ihn dir, hol ihn dir. Das kann nicht wahr sein. Das kann nicht wahr sein. Okay, okay, okay. Alles gut. Ich mache noch den ersten. Ich habe jetzt auch keine Ult mehr. Ist das kacke. Ist das scheiße gewesen von mir. Ah, Flächenstaun haut rein. Ich bin tot. Oh mein Gott, nein. Komm, 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 jetzt andersrum. Hol dir den Triple Kill, komm. Ja, ja, das kann nicht sein. Ist das geil. Jetzt macht Sweet Pie einfach andersrum. Das kann nicht sein. Nein. Es war ein geiles Finale. 5 zu 6. Es war geil. Es war nice. Das war schon nice. Okay, wie versprochen. Für jeden los eine Megabox. Lol, wir haben schon nett freigeschaltet einfach. Was? Hilfe. Oh, noch eine Season-Belohnung. Was ist denn hier auf dem Account los? Hä, wie viele vor allem? 3 Brawler. Easy. 15 Megabox. Haben wir genug Gems? Nee, aber komm. Wir machen sogar ein paar mehr jetzt ausnahmsweise auf. Eigentlich hätte ich gesagt eine pro Loose, aber wenn wir so ein Angebot haben, dann nehme ich das mit. So, wie immer, Creator Call Jonas eintragen, wenn ihr wollt. Und vielleicht lacken wir nochmal rein mit den Megaboxen jetzt. 15 Stück. Okay, vielleicht ziehen wir noch einen legendären oder so. Das wäre halt geil. Wir haben direkt was. Okay, gerne mal im Chat tippen. Crow, Leon, Ember, okay. LOL, es ist Mac! Was? Never! Was? Ich hatte so lange keinen legendären mehr. Auf Ansage. Hat irgendwer Mac getippt? Nee, Leon, Ember. Let's go! 6er bleibende Nummer. Ja, Gas ist jetzt nicht so krass, sage ich ehrlich, aber trotzdem geil. Würde ich sagen, lasst gerne ein Abo da für weitere Videos und ja, war eine geile Folge. Wenn ihr mich unterstützen wollt, gerne Creator-Code Jonas im Shop eintragen und da ist auch der Abspann. Haut rein, bis zum nächsten Video. Geile Folge. Ciao.